Das war noch Atlantis. 200 Jahre lange vor den Mayas lebte ein Volk in Mexiko, welches auch mit seiner Hochkultur und der schwarzafrikanischen Physiognomie auf die Abstammung zu der uralten Hochkultur auf der Antarktis hinweist, die Olmeken. Sie bildeten die erste Hochkultur Amerikas von 1500 vor bis 500 vor unserer Zeit. Ein Volk von Himmelsbeobachtern und Astronomen. Die Architekten konnten die Erde vermessen. Siehe Spiegel des Himmels, 10.500 vor Christus, Atlantis, Link 1. Zitat aus dem Film: Bei einer Stunde, 31 Minuten und 50 Sekunden. Die Olmeken werden die gefiederte Schlange genannt. Sie kamen einst nach einer Flut mit Schiffen ohne Ruder über das Meer. Die Schlange brachte die Kunst des Pyramidenbaus nach Mexiko. Die Olmeken sind die Lehrmeister der Astronomie und der Architektur. Sie waren Gelehrte und große Denker. Die Ausmaße der Zitadelle, der Pyramide von Teotihuacan, Link 2, entspricht dem Umfang der Erde im Verhältnis 1 zu 100.000. Die Seitenlänge entspricht dem Radius der Erde. Raum und Zeitmaße finden sich zu einer Einheit zusammen. Das ist Präzisionsastronomie. In Ägypten, in Stonehenge, in Teotihuacan, in Bolivien, überall kann man derartige Beobachtungen anstellen. Überall taucht die gefiederte Schlange auf. Waren das Stützpunkte für die Vermessung der Erde? Das deutet auf eine gemeinsame Quelle hin. Zitat Ende. Sie kamen nach einer Flut mit Schiffen ohne Ruder über das Meer. 1 Stunde 37 Minuten. Das sind die schwarzen Atlantiker. Ohne Ruder. Nach einer Flut. Das sind alles Zeugnisse der Mayas. Einen besseren Beweis für eine Hochkultur und für die Antarktis gibt es nicht. Und für Atlantis auch nicht. Atlantis ist nicht untergegangen, sondern der Meeresspiegel ist um 200 Meter höher gegangen und dann wieder 100 Meter zurück. Und dabei ist die Antarktis vereist. Jetzt brat mir doch einer einen Storch. Nee, wirklich nicht. Ich bin Vegetarier. Aber das Ganze erinnert uns doch an die exakte Seitenlängenvermessung der Erde. Im Film denken Sie auch nach, dass es bei den Olmeken sich um Afrikaner handelt. Sie kamen aus der Antarktis. Bevor jetzt die dänischen Anhänger die UFOs vermuten, möchte ich auf den Zusammenhang mit den Südafrikanern die uralte Hochkultur der Antarktis und Atlantis hinweisen. Wir sind auch nicht so blöd. Wenn wir uns jetzt noch einmal das Alter der südafrikanischen Malerei vergegenwärtigen: 100.000 Jahre. Und bei uns 40.000 Jahre, dann wirkt es überhaupt nicht mehr erstaunlich, dass sie die Erde schon vor 10.000 Jahren vermessen konnten und die Längengrade berechnen, was wir erst seit 100, 200 Jahren können. Sie können das schon seit 10.000 Jahren. Es gibt kein Volk mehr, welches von den Olmeken abstammen könnte. Sie scheinen wohl
in die Mayas, Azteken und Inkas, Nazcas oder Bayu aufgegangen zu sein. Bezweifelt wird von den Eurozentristen ihre Herkunft. Einige Archäologen aber bezeichnen die Träger der mittelamerikanischen Lavendakultur, eine Olmekenkultur, mit Leuten aus dem Kautschukland, vom südamerikanischen Dschungel. Daher hatten sie auch den Kautschukball gehabt, den die Mayas auch in ihre religiöse Zeremonie mit eingebaut haben. Von den eurozentristischen Archäologen wird auch ihr Einfluss auf die Mayas bezweifelt. Aber diese Archäologen wollen mit Rücksicht auf Amerika die Geschichte der Schwarzen verheimlichen. Zitat von der Mathematikerin Antje Baumann: Die Geschichte der Indianer Amerikas, die Olmeken, Lavendakultur. Man vermutet, dass die Olmeken die Schöpfer der Haupterfindungen des vorkolumbianischen Mesoamerikas waren. Sie hatten zum Beispiel die Schrift, die viel Ähnlichkeit mit der späteren Hieroglyphenschrift der Maya und Azteken hat. Man nimmt an, dass die Ausbildung des olmekischen Schriftsystems bereits in der ersten Hälfte des Jahrtausends vor Christus erfolgte. Da man nicht weiß, zu welcher Sprachfamilie die Olmeken gehören, besteht kaum Hoffnung, die Schrift zu entziffern. Auch Ziffern waren bekannt. Die Ziffern 1 bis 4 wurden durch die entsprechende Anzahl von Punkten dargestellt und die 5 als waagerechter Strich. Alle weiteren Zahlen waren dann eine Kombination beider Zeichen. Wahrscheinlich haben sie auch die komplizierten Kalendersysteme erfunden. Außerdem waren sie die Schöpfer des Zeremonialzentrums und seiner Bestandteile, die Pyramide, die alle Bauten überragt, die viereckigen, von Plattformen eingefassten Plätze und die Ballspielplätze. Es ist einigermaßen logisch, dass der Kautschukball zum zeremoniellen Ballspiel an einem Ort erfunden wurde, wo Kautschuk auch vorkommt. Zitat Ende. Antje Baumann, Link 3. Ich denke nun, dass mit dem 100.000 Jahre alten Mahlutensil alles zusammenpasst. Die uralte Hochkultur der Kartenzeichner, die uralte Hochkultur der Pyramidenbauer, die Auswanderung nach Südamerika, der 16.000 Jahre alte Schädel in Brasilien, die 3.500 Jahre alte Hochkultur und die erste Schrift in Amerika der Olmeken. Sie brachten die Pyramide nach Amerika. Ja, woher dann? Dann steht jetzt noch die Frage nach Atlantis offen. Link 4. Viele Archäologen glauben noch, in Santorin Atlantis zu finden. Aber das denke ich nicht. Dann hätte Platon doch nicht von einem Kontinent geschrieben und geschrieben, jenseits der Säulen des Herakles, hinter Gibraltar. Und Santorin wäre in der griechischen Mythologie viel mehr verbreitet und Plinius hätte es nicht bestritten. Platon beschreibt Atlantis größer als Südasien und das damals bekannte Afrika zusammen. Dabei muss man wissen, dass die Antarktis doppelt so groß ist wie Europa. Noch eine Übereinstimmung. Es muss ein großer Kontinent gewesen sein.
Und da ist vor 10.000 Jahren keiner untergegangen. Das wissen die Geologen. Amerika, Grönland und Australien stehen auch noch. Nur die Antarktis ist unter den Eismassen begraben. Es gab auch dort viele Städte. Deshalb hätte das gar keine kleine Insel sein können. Mir ist es eigentlich unverständlich, dass die ganzen Archäologen auf kleinen Inseln suchen. Nach Platon ist Atlantis 9600 vor Untergang. Und nach der Royal Society, Dr. Christine Pelisch und Phoenix war sie vor 10.000 Jahren noch eisfrei. Die Cheops-Pyramide hat einen Sichtkanal, der auf den Orion weist, wie er im Jahre 10.500 stand. Auch in Angkor Wat gibt es diese Hinweise. In Mexiko, in Stonehenge, in China, auf der ganzen Welt. Deshalb wurde schon lange von vielen vom Eurozentrismus unabhängige Archäologen eine 15.000 Jahre alte Hochkultur vermutet. Ich denke, hier ist sie. Wikipedia-Zitat: Solon habe die Kunde von Atlantis aus Ägypten mitgebracht, wo er sie in Sais von einem Priester der Göttin Neith erfahren habe. Dieser Priester habe ihm die Mitteilung aus gallischen Schriften übersetzt. Zitat Ende. Es muss sich um einen weit entfernten, inselartigen, großen Kontinent mit mehreren Städten handeln. Die Antarktisbewohner konnten die Längengerade berechnen und die Olmecken Umfang und Radius der Erde. Etwas, was wir erst seit 1-200 Jahren können. Es muss sich um eine sehr, sehr weit entwickelte Kultur handeln, die vielleicht schon die Elektrizität und die Dampfmaschine kannte. In Ägypten fand man einen Spieltempel, bei dem die Türen mittels Dampfkraft auf und zu gingen. Für einen Spieltempel entwickelt doch niemand eine Dampfmaschine. Das Patent müssen die Ägypter von den Leuten aus Atlantis bekommen haben. Sie wussten damit nichts anzufangen, da Sklaven ja billiger waren und bauten das in ein Kinderspielzeug. Ich zitiere noch einmal Wikipedia, Zitat: Die weiten Ebenen der großen Inseln waren äußerst fruchtbar gewesen, exakt parzelliert und durch künstliche Kanäle mit ausreichend Wasser versorgt. Durch Ausnutzung des Regens im Winter und des Wassers aus den Kanälen im Sommer seien zwei Ernten jährlich möglich gewesen. Zitat Ende. Ein großer Kontinent mit großen Inseln, Herrschaften. Atlantis kann nur die Antarktis sein. Nichts anderes. Es muss sich um eine 10.000 Jahre alte Hochkultur handeln. Und da ist nur Südafrika denkbar. Der erste Homo sapiens. Die eisfreie Antarktis ist der richtige Standort, damit eine starke Seeflotte überall auf der Welt die Druiden und Priester erreichen kann und diese beim Pyramidenaufbau beeinflussen. Aber warum? Ich denke, das hat mit ihrem Untergang zu tun.